Moin Moin und Hallo. Heute wollen wir mal Eye-Tracking durchgehen und zwar an unserem iPad. Das geht mit allen iPads, die iPad OS 18, also das neue Betriebssystem, verwenden können. Das ist zum Beispiel iPad M4, iPad Pro 12.9 Inch, dritte Generation und neuer, iPad Pro 11 Inch, erste Generation und neuer, iPad Air M2, iPad Air dritte Generation und neuer, iPad siebte Generation und neuer und das iPad Mini fünfte Generation und neuer. Was machen wir denn da? Eye-Tracking ist eine coole Sau. Wir können unser komplettes iPad nämlich nur mit der Power unserer Augen steuern. Das heißt also, wir gucken irgendwo hin und das Eye-Tracking der Kamera, der Kamerasysteme unseres iPad Pros zum Beispiel, verfolgt uns und wird dann diese Kameraeinstellung nutzen, um dann die App zum Beispiel zu öffnen. Wir steuern also unser iPad mit nur unseren Augenbewegungen. Sehr sinnvoll für Menschen, die nur noch ihre Augen benutzen können, leider, und keine Fingerchen nutzen können, keine Arme benutzen können oder andere Sachen haben. Wie können wir das durchführen? Das ist eine tolle Sache, die Apple dort anbietet. Wir gehen unter Einstellungen. Also wir gehen hinein ins System und werden dann in die besagte Optionierung gehen, also Einstellungen einsetzen, dann Bedienungshilfen anklicken und dort bewegen wir uns etwas nach unten und bei der Sprachsteuerung sehen wir die Blickerfassung über der oberen Taste. Blickerfassung. Mit Blickerfassung können wir unser Gerät nur mit Hilfe unserer Augen steuern. Das iPad sollte sich auf einer stabilen Unterlage etwa einen halben Meter von unserem Gesicht entfernt aufhalten. Und es sollte natürlich nicht einfach in der Hand gehalten werden, sondern am besten an einem Ständer oder auf einem Ständer, auf einem iPad-Ständer etc. zu euch hin gewandt sein. Dann können wir das Glätten einstellen. Das Glätten zeigt also die Zeigerbewegung. Es erhöht diesen Wert, können wir die Reaktionsfähigkeit des Zeigers verringern oder, wenn wir ihn runtersetzen, auf die andere Seite bewegen. Ja, da müsst ihr euch also rantasten, wie es euch am besten gefällt. Am Objekt einrasten bedeutet, dass wir, wenn wir irgendwo hinschauen, dass dort die Augenbewegung zeigt, dass dieses Objekt dann eingerastet wird und wir uns da nicht mehr verpieseln können oder wir müssten dann schon ganz weit uns verpieseln, damit es wieder rauskommt. Das wird so angesaugt ein bisschen. Manche mögen es, manche nicht. Könnt ihr einstellen oder auch nicht. Tastaturtasten reinzoomen, um dann einfach besser die einzelnen Tasten bedienen zu können. Automatisch ausblenden können wir machen, wenn wir zum Beispiel einen Film gucken oder so, ist es sinnvoll. Und die Verweilsteuerung. Wenn wir mit der Verweilsteuerung unseren Blick auf einen bestimmten Zeitraum ruhen lassen, auf einem Punkt rechts oben, links oben, unten oder wo, das können wir vorher vordefinieren, kann die Verweilsteuerung dort ausgeführt werden. Dies können wir also dann in Assistive Touch, das ist auch eine Einstellungsmöglichkeit, einstellen, um dort gezielte Makros dann durchführen zu können. Gut, fangen wir an mit der Blickerfassung. Das alles, was wir zuerst machen müssen, natürlich, wir müssen es Setup. Also los geht's. Wir sitzen vorne und folgen jetzt dem Punkt, den wir auf unserem Bildschirm sehen. Wenn, das ist dafür da, damit die Kamerasystem unseres iPads nun weiß, wo oben, wo unten, wo rechts und links ist und wo er jetzt hin ist. Also meiner ist jetzt gerade abgehauen. Okay, machen wir nochmal. Der war gerade fort, habt ihr es gesehen? Okay, manchmal kann auch was schiefgehen. Also los, noch eine Runde. Zack, wir folgen also nur mit unseren Augen dem Punkt. Der Punkt sollte im Screen bleiben, aber ich sehe schon wieder, der geht nicht er geht an die Wand, ja, er geht runter, sehr schön, jetzt sind wir am Start, das heißt also nicht verzweifeln, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, einfach nochmal ran. So, wir müssen also dem besagten Punkt folgen und dann weiß nämlich das System, dass unsere Augen, wenn sie dahin gucken, das auch meinen, wo sie hingucken. Zip. Deshalb jetzt nicht irgendwo anders hingucken, sondern dahin gucken. Okay, und jetzt sind wir da. Zack, auf geht's. So, und jetzt kann ich hoch, runter, rechts, links eine Steuerung durchführen. So, ich bin jetzt drin und ich bewege meinen Kopf nicht. Ich bewege nur meine Augen und ich kann durch die einzelnen Apps mich bewegen. Als Beispiel können wir jetzt mal gucken, was wir öffnen. Wie ist es mit dem Rechner hier? So. Wir verweilen.
Warten. Zack. Boah, also schon anstrengend. Ihr werdet ein bisschen Training brauchen, bis ihr das gut drauf habt. Aber dann können wir, wie ihr sehen könnt, Apps öffnen. Wir können auch Tasten nutzen und anschlagen etc. Wir haben auch Optionen, das heißt, wir können hier auf den Homescreen zurück, Geräte verwalten, verweilen, scrollen, Mitteilungszentrale, eigene Sachen hinterlegen, ins Kontrollzentrum und Siri benutzen. Also ihr seht, das ist wirklich eine absolute Erleichterung für Menschen, die leider nicht die Geräte touch-sensitiv bedienen können. Aber es ist ein neuer, neuer ein Eine neue Freiheit, die dann den Menschen gewährt wird durch die krasse, übelst derbe Augensteuerung. Sehr cooles Feature. Ich sage demzufolge vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!